Dr. Christoph Bergner für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, Exzellenz, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mit einem Dank an meinen Kollegen Dietmar Nitan und sein Büro beginnen. Wir haben uns gemeinsam bemüht, in der Arbeit der beiden Büros viele, viele Anregungen, Vorschläge und Zuarbeiten, die wir nicht nur aus unseren Fraktionen, sondern auch aus der Zivilgesellschaft, von Verbänden und Organisationen zu diesem Antrag erhalten haben, sachgerecht in einen gemeinsamen Antrag einzubinden. Und ich erwähne das deshalb, weil die allermeisten dieser Zuschriften und Wünsche, ungeachtet gelegentlicher politischer Irritationen, die aktuell in deutsch-polnischen Beziehungen auftauchen, dass alle diese Zuschriften geprägt waren von dem Wunsch, Erfolge, Fortschritte, Positives der letzten 25 Jahre zu benennen und zu dokumentieren und gemeinsame Zukunftspläne und Projekte für die weitere deutsch-polnische Zusammenarbeit zu entwerfen. Dies scheint mir wesentlich, weil mir bei der Erarbeitung dieses Antrags erneut deutlich geworden ist, der deutsch-polnische Nachbarschafts- und Freundschaftsvertrag kennzeichnet eine Erfolgsgeschichte. Und das vor dem Hintergrund einer Ausgangslage, die eine solche Entwicklung durchaus nicht selbstverständlich macht. Als der Eiserne Vorhang 1989/90 fiel und Appelle, die Herr Schäfer schon verlesen hat, der unmittelbaren Nachkriegszeit wieder Bedeutung gewannen, die Beziehungen zwischen Deutschland und Polen müssten die gleiche Qualität wie unsere Beziehungen zu Frankreich haben, was nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen der alten Bundesrepublik und Frankreich an Aussöhnung und Verständigung im Westen möglich war, das müsse nun nach dem Fall des Eisernen Vorhangs auch zwischen dem vereinten Deutschland und Polen möglich werden. Diese Appelle haben gewissermaßen Maßstäbe gesetzt. Aber so richtig und wichtig das darin formulierte Ziel war und bleibt, so unvergleichbar ist doch die Ausgangslage, was Frankreich und Polen und unser Verhältnis betrifft. Auf dem deutsch-polnischen Verhältnis liegen spezifische historische Lasten, die insbesondere mit dem Zweiten Weltkrieg, den von Deutschland losgebrochenen Zweiten Weltkrieg und seinen Folgen zu tun haben. Und ich denke, es ist deshalb unverzichtbar, dass wir uns bewusst machen, dass der Zweite Weltkrieg für Polen nicht nur mit dem Überfall, sondern auch mit Terror gegen die Zivilbevölkerung im besetzten Polen bestimmt waren, dass es Vertreibungen im Rahmen des Generalplan Ost gegeben hat, bei der rund 1,5 Millionen Polen zwangsumgesiedelt und 200 polnische Kinder zwangsgermanisiert wurden, rund 600.000 Polen in die Zwangsarbeit ins Deutsche Reich deportiert wurden. Nicht zu vergessen die Schrecken des Holocaust auf polnischem Boden und, weil der Hitler-Stalin-Pakt die Voraussetzung war, auch der Terror im sowjetisch besetzten Ostpolen. Das alles sind Traumata, die spezifische historische Belastungen ausmachen. Und es beeindruckt und berührt mich, wenn ich in der Warschauer Altstadt immer wieder in Straßen gehe, an dem an jedem Haus eine Erinnerungstafel hängt, die von Erschießungen oder Kampfhandlungen der Besatzungszeit zeugen. Aber zu diesen schweren Belastungen, historischen Belastungen, gehören auch die Traumata deutscher Betroffenheit, Heimatverlust, Flucht, Vertreibung Millionen Deutscher und Zwangsassimilation in der kommunistischen Herrschaft,
der relativ wenigen heimatverbliebenen Deutschen. Es wundert mich nun nicht, dass wir bei der Erarbeitung unseres Antrags gewissermaßen mit den positiven Seiten so schnell fertig waren, aber den Absatz über den Prozess der Nachkriegsaussöhnung am meisten diskutiert, am häufigsten umformuliert und mit Manuel Sarrazin zu guter Letzt keine Einigung erreicht hatten. Einigkeit bestand in der Würdigung und in den Dank an den Polen, die nach schrecklichen Kriegserfahrungen die Hand zur Versöhnung ausgestreckt haben. Wacław Bartoszewski steht beispielhaft dafür. Anerkennung den Deutschen, die den Weg der Gemeinsamkeit gesucht und gestaltet haben. Aber wir glauben, dass bei diesem letzten Punkt mindestens unter dem Gesichtspunkt des Gewaltverzichtes und der Europäischen Union die Charta der Heimatvertriebenen nicht unerwähnt bleiben sollte. Ich weiß. Herr Dr. Bergner, erlauben Sie eine Zwischenfrage vom Kollegen Sarrazin? Bitte schön. Ich muss ja keine Zwischenfrage machen. Oder Bemerkung. Deswegen möchte ich nur darauf hinweisen, dass wir in den Verhandlungen immer bereit waren, diese Brücke sogar zu nehmen, obwohl sie für uns natürlich auch nicht leicht ist. Und wenn Sie die vorliegenden Anträge vergleichen, sehen Sie, dass wir im Textentwurf auch die Charta der Heimatvertriebenen würdigen und auch diejenigen deutschen Heimatvertriebenen würdigen, die sich im Geiste der Versöhnung engagierten und die den in der Charta der deutschen Heimatvertriebenen vom 5. August 1950 geforderten Gewaltverzicht und den Appell für europäische Lösungen zur Richtschnur ihrer Arbeit machten. Und dann fügen wir hinzu, auch wenn die Charta aufgrund des Postulats eines Rechts auf Heimat, im Verständnis eines Rechts auf Rückkehr und aufgrund der Vorgeschichte einiger ihrer Unterzeichner in ihrer Versöhnungsleistung historisch nicht unumstritten ist. Und diesen Zusatz, das war der Stein, über den Ihre Fraktion nicht springen wollte. Das gemeinsam festzuhalten, ist vielleicht eine Grundlage für Debatten oder Diskussionen untereinander zu einem späteren Zeitpunkt, die nicht mehr an solchen Steinen haften bleiben. Aber es ist mir trotzdem wichtig, es festzuhalten, dass wir nicht die Versöhnungsleistung der Charta insgesamt in Frage stellen wollten, obwohl auch diese in Teilen der Historiografie schon sehr umstritten ist. Danke. Lieber Kollege Sarrazin, ich habe es ja am meisten bedauert, dass wir an diesem Punkt uns nicht einigen konnten. Und ich will vielleicht als Erwiderung aus meiner Sicht noch einmal deutlich machen, wo der Unterschied liegt und weshalb er mit der nachgeschobenen Formulierung nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Das ist der Umstand, dass wir bei der Charta der Heimatvertriebenen eine unterschiedliche Wahrnehmung in Deutschland und in Polen haben. Ich habe nun, und du wirst es auch haben, genug Gespräche mit polnischen Vertretern und Kollegen geführt. Es ist klar, dass im Nachkriegspolen der Verzicht auf Rache und Vergeltung aus polnischer Perspektive seinerzeit als Zynismus betrachtet wurde. Aber es ist umgekehrt so, weil man sagt, hier ist eine Untäternation und sie verzichtet großzügig auf Rache und Vergeltung. Es ist umgekehrt so, dass aus deutscher Perspektive, man stelle sich nur einmal vor, die Vertriebenen wären 1950 nicht zu diesem Bekenntnis in der Lage gewesen, welche problematische Entwicklung für die Bundesrepublik Deutschland und für Europa entstanden habe. Für Deutschland war dieser Verzicht eine ungeheure Leistung. Und wenn ich das noch einfügen darf, da hat unser Bundestagspräsident bei seiner Rede zum Gedenken an den Gedenktag Flucht und Vertreibung hier eine ganz wichtige Bemerkung gemacht. Er sagt, wenn man angesichts historischer Entwicklungen unter beiden Ländern eine unterschiedliche Wahrnehmung hat, dann sollte man diese Wahrnehmung nicht verschweigen, weil sie unterschiedlich ist, sondern man sollte sich über die unterschiedlichen Wahrnehmungen austauschen. Und das ist das Anliegen, das wir mit unserer Formulierung vertreten, weshalb wir den Gedanken, der der Charta der Heimatvertriebenen anhaftet, in dieser Weise in den Antrag eingebaut haben. Dankeschön.
Meine Damen und Herren, Aussöhnung erreicht man, wenn ich daran anknüpfen kann, also nicht, wenn man unterschiedliche Wahrnehmungen nicht offen und respektvoll austauscht. Und das haben wir versucht. Ich darf schließen mit einer persönlichen Bemerkung, anklingend an Manuel Sachazins Erinnerung an die ersten Polenreise. Meine erste längere Reise als Student 1969 durch Polen mit vielen Bekanntschaften und Begegnungen endete an der Grenzkontrolle in Frankfurt, wo mir als DDR-Bürger der DDR-Zoll Broschüren und Schallplatten, die mir zum Teil von polnischen Bekannten geschenkt worden waren, abnahm, weil sie, so waren die Zollbestimmungen, nicht dem fortschrittlichen Kulturschaffen des besuchten Brudervolkes entsprechen. Meine Damen und Herren, ich habe damals, als der Zollbeamte der DDR mir diese Dinge der polnischen Freunde abnahm, ist mir eines klar geworden. Die ideologischen Gemeinsamkeiten, die zwischen der Regierung der DDR und den Regierungen der Staatsführung der Volksrepublik Polen bestanden, hatten sehr wenig mit wirklicher deutsch-polnischer Aussöhnung und Freundschaft zu tun. Die wirkliche deutsch-polnische Aussöhnung und Freundschaft hat mit dem Fall des Eisernen Vorhangs richtig beginnen können und sie hat im europäischen Einigungsprozess eine würdige Fortsetzung gefunden. Dafür bin ich dankbar und darüber sollten wir uns gemeinsam freuen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Dr. Bergner. Das Wort hat Dr. Bernd Fabricius.